So, Falle, natürlich muss ich da reinlaufen. Was ist denn jetzt hier gerade? Wie viel Blut ist hier? Und hier geht's auch nicht weiter. Och nö, umsonst gekämpft. So ein bisschen Blut. Geht's denn jetzt hier lang? Ach, hier hinten. Oh nein. Schaffe ich das? Ja. Der nächste auch schon, ey. Der nächste, der da schon auf uns wartet. Komm schon. Nee. Okay, wir sind sterben, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt wieder, wie gesagt, lange genug durchhalten. Oh, Himmel. Oh ja, na klar. Hä? Was ist das denn wieder? Immun gegen physische Angriffe ist, ja, moin. Komm schon. Erledige ihn. Ja, komm schon. Hä? Was hat der für eine Verteidigung? Nur magische Angriffe? Ernsthaft? Schmerz. Ja, der wird eh gleich tot sein, also ist egal. Geht doch. So, der ist erledigt. Trank der Ewigkeit. Ja, okay. Erstmal wieder heilen. Wie tief geht's noch? Und nochmal speichern. Also wie tief geht das Ganze hier noch? Wie tief geht denn dieses verdammte Versteck noch? Das ist das vorletzte Stockwerk. Laut Veldaris befindet sich nur noch ein Stockwerk tiefer. Noch existieren wir. Daher hat dieser elende Lord Veldaris die Steintafel noch nicht verwendet. Das dürfte aber nur noch eine Frage von Minuten sein. Beeilen wir uns. Okay. Ich glaube, hier wird's gleich noch ein bisschen härter werden. Weil die Gänge werden immer enger. Und unsere Ausweichchance, denke ich, wird immer geringer, dass wir immer wieder kämpfen müssen. Ach du Scheiße, wo geht's denn jetzt hier lang? Labyrinth? Und natürlich eine Masse an korrumpierten Rittern. Ja, gut. Elras natürlich mit eingeschlossen. Jetzt komm schon.
schmerzlos. Jetzt können wir ihm wenigstens auch so wehtun. Ja. Der Jaina hat's echt drauf. Das lief gerade echt gut. Level 89. Ich müsste jetzt nur noch mal kurz auf Level 90 hochkommen, damit wir jetzt auch noch mal die 10. Rune für Asuka einsetzen können. Oh, Mann. So, wir kamen von da. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen oder wie? Ja, sind wir. Okay, das ist also dieses. Und da höchstwahrscheinlich geht's nach unten. Oder? Nein. Okay, ein Geheimgang. Schlangenbiss wahrscheinlich. Rüstung oder was? Ah, nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ring? Nein. Kette? Auch nicht. Was habe ich da bekommen? Eine Klinge. Ja, für Fallna wäre die gewesen. Die wäre für Fallna gewesen. Und wieder das gleiche Spiel. Ich speichern. Und heile. So. Wieder durchhalten. Ich hoffe, dass das hält und hält und hilft wieder mal. Ja, moin, gleich mal die Hälfte abgesägt hier. Das wäre schon mal erledigt. Der wird auch drauf gehen. Jaina. So. Ich versuche es. Das hat nichts gebracht. Wie lange hat er noch? 3 Runden, okay. So. Beide nochmal ordentlich angreifen, hoffe ich, und dann passt das. Ah, oh, ja gut, er ist blind. Ja. Geht es hier? Nee, geht nicht im Kreis. Da, da oben ist die Treppe. Ich hab sie gerade gesehen. Oh mein Gott.
Erstmal, ja gut, Elras ist egal, ihn machen wir auch klein. Nur nicht, dass Jaina uns jetzt doch noch verrät. Ich hoffe es so sehr. Aber ich meine, sie hat ja dieses Halsband. Sie hätte sich ja auch nicht so weit von der Deldaris entfernen können. Aufgrund dessen. Wenn sie nicht diesen Zauber gehabt hätte. Der eigentlich für Elaine gedacht war, aber gut. So, und den Rest mache ich jetzt so fertig aus dem Maus. Ach komm. Immer die Sonne anleiten. Nur weil du. Oh, knapp, aber überlebt. Ich habe einen Vampirstein, glaube ich, gerade bekommen. Blutessenzen. Gut. Okay. Oh Gott. Bin ich jetzt bereit oder... Ja. Hier ist es. Das letzte Stockwerk. Die Steintafel und Lord Veldaris sind hier. Dann ist der Moment der Wahrheit gleich gekommen. Dies wird unser letzter Kampf, Asuka. Myria ist auch da. Und die Steintafel ist heil. Gleich ist es soweit. Das fehlende Bruchstück zu ersetzen hat zwar viel länger gedauert als geplant, aber nun ist es vollbracht. Das Schicksal dieser Welt liegt nun in den Händen des Schattengeistes, der mächtig genug ist, die Kraft der Steintafel wahrhaftig zu nutzen. Ich habe nicht vor zu versagen. Ich werde auch dieses Mal jeden verdammten Elras vernichten. Machen wir die Schweine fertig. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angemerkt hatte, aber das muss ich noch mal ganz kurz ins Pausemenü. Im zweiten Teil hatten die Elras ja gesagt, sie hatten gerade mal genug Material für die Steintafel zusammen. Ne, dieses komische grüne Steinzeug. Woher haben sie jetzt noch den Rest für ein Stück der Steintafel wiederbekommen? So hieß es doch, sie können keine zweite Steintafel herstellen, geschweige denn irgendwie, oder, gut, sie können keine zweite Steintafel komplett wahrscheinlich herstellen. Vielleicht, nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das stellt sich gerade bei mir die Frage, woher haben sie, so ein bisschen noch zusammengekratzt, sag ich mal, um die Steintafel wieder halt komplett zu machen. Erschließt sich mir nicht so ganz, aber ja gut. Sie haben ja auch noch nicht erwähnt, dass Asuka tatsächlich ja von einem Schattengeist beseelt war. Deswegen kann es ja auch sein, dass er gegenüber diesem Gift, was Valner ja versprüht hat, immun ist. Ne? Also der Schattengeist, der vorher in Asuka war, ist ja dann in Jaina übergetreten. Deswegen ist sie ja auch quasi immun. Aber gut. Manchmal ein bisschen von der Logik her, weiß ich nicht.